Die russischen Bauern kommen mit ihren Traktoren nach Deutschland, um die deutschen Bauern bei ihren Protesten zu unterstützen. Und das, obwohl unsere Außenministerin Baerbock Russland den Krieg erklärt hatte. Wird das Ganze jetzt an der Grenze eskalieren? Alle Details in diesem Video. Seit 3 Tagen demonstrieren unsere Bauern, unsere Bürger in Deutschland gemeinsam gegen die zerstörerische Politik der Bundesregierung. Seit 3 Tagen steht unser Volk gemeinsam auf der Straße, trotz Spaltungsversuche der Regierung und der Medien. Wir halten alle zusammen. Und mittlerweile weiß jeder in Deutschland, dass unser Land diese Krise nur noch beenden kann, wenn die Ampelregierung endlich zurücktritt und wir eine 180-Grad-Wende in der Politik bekommen. Und das wissen nicht nur wir in Deutschland, sondern das wissen auch die Menschen im Ausland. Ganz Europa weiß, dass es ein starkes Deutschland braucht. Wenn Deutschlands Wirtschaft floriert, dann profitiert ganz Europa davon. Und daher haben sich mittlerweile viele Bauern aus anderen Ländern unseren Protesten in Deutschland angeschlossen. Wir haben mittlerweile Bauern aus Holland, aus Polen, Bulgarien, Ungarn, Dänemark und aus vielen anderen Ländern in Europa, die zusammen mit den Deutschen auf der Straße stehen und demonstrieren. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, ist wirklich das für die Politiker Undenkbare passiert. Sogar die Russen kommen jetzt, um uns im Kampf gegen unsere Regierung zu unterstützen. Also gerade jene Menschen, die ja laut unserer Regierung ganz, ganz böse sind und die wir im Namen unserer Regierung und unserer Demokratie ganz doll hassen müssen. Zumindest, wenn es ja nach Baerbock und Co. geht. Eventuell erinnert ihr euch ja daran, dass Baerbock den Russen im Alleingang und ohne Legitimation den Krieg erklärt hat. Schaut noch mal ganz kurz hier. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Und genau deswegen müssen wir eins jetzt noch mal ganz deutlich festhalten. Wir Deutschen sind nicht im Krieg mit Russland und wir hegen keinen Groll gegen die Russen. Im Gegenteil, die Russen sind ebenfalls ganz normale Menschen, die der Politik ihrer eigenen Regierung ausgesetzt sind. Und genau deswegen wollen sie sich jetzt mit uns verbünden und uns im Kampf gegen die Ampelregierung helfen. Deswegen schau dir mal folgendes Video an von einem russischen Bauern, welches gerade in den Medien viral geht. Liebes deutsche Volk, ihr habt euch immer gefragt, wann kommt Russland nach Deutschland? Ich gebe euch die Antwort. Jetzt kommen sie. Sie kommen, um euch zu unterstützen bei der Demo in ganz Deutschland. Sie kommen mit den Trucks. Jetzt habt ihr auch die Unterstützung von den Russen. Die Russen wissen, dass die Bevölkerung nie was hatte gegen Russland. Nur die Regierung. Darum zeigt ihr den Respekt. Dankt es. Wir danken euch für die Gastfreundschaft, für unsere Freundschaft. Die darf nie brechen. Slava Russia! Und Ruhm für Deutschland. Kämpft für den Frieden, für eine neue Zukunft. Ohne Grün. Ja, meine lieben Zuschauer, was soll ich dazu sagen? Ja? Als ich dieses Video gesehen habe, da ist mir wirklich mein Herz aufgegangen. Der russische Bauer hat wirklich komplett recht mit dem, was er sagt. Er sagt, die russische Bevölkerung weiß ganz genau, dass die Deutschen absolut nichts gegen das russische Volk haben. Die wissen selber, dass nur ein paar ideologisch verblendete und kriminelle Politiker in unserer Regierung sind, welches die Russen hassen. Ja, allen voran unsere Oberkriegshetzerin Strack-Zimmermann und unsere Außenministerin Baerbock. Der russische Bauer sagt hier ganz klar, dass das russische Volk trotz der Hetze unserer Politiker ihre Freundschaft zu unserem Volk verstehen und uns unterstützen wollen. Und wisst ihr was? Als ich dieses Video gesehen habe,
da sind mir wirklich die Tränen gekommen, weil dieses Video ist der eindeutige Beweis dafür, dass eben Freundschaft, Liebe und Frieden eben doch stärker ist als Ausgrenzung, politische Hetze und Kriegstreiberei. Das zeigt wirklich eindeutig, dass die normalen Menschen im Land, sowohl bei uns in Deutschland als auch drüben in Russland, immer noch völlig normal ticken und eben nicht dem Hass und der Hetze der jeweiligen Politiker liegen. Wir Menschen sind doch von Grund auf alle gleich. Wir wollen alle zusammen in Frieden leben. Es gibt halt nur so ein paar Idioten da oben in der Regierung, die was anderes wollen. Und deswegen, meine Lieben, bin ich jetzt extrem gespannt, was in den nächsten Tagen an der deutschen Grenze passieren wird, wenn die Russen mit ihren Traktoren an der Grenze stehen und um Einlass bitten. Respektive, das Ganze wird ja erstmal an der polnischen Grenze passieren, weil die ja sicherlich nicht durch die Ukraine fahren werden. Und dann ist natürlich die Frage, was wird dort an der Grenze passieren? Werden die Russen dann von den Grenzbeamten reingelassen oder werden sie von den Polizisten sogar festgenommen? Oder werden die Russen über die offiziellen Straßen und Grenzposten fahren oder nehmen sie mit ihren Traktoren irgendwelche Landstraßen durch den Wald? Wie werden sie zu uns kommen? Und wenn die Russen es dann wirklich zu uns nach Deutschland geschafft haben, wie werden vor allen Dingen die Politiker und die Medien darauf reagieren? Werden die Medien positiv als Unterstützung für unsere Bauern berichten? Oder werden die Medien das dann als Vorbote für eine russische Invasion sehen? Und wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß ganz genau, wie die deutschen Systemmedien darauf reagieren werden. Passt auf! Aktuell sind ja die deutschen Bürger auf der Straße und demonstrieren gegen die Ampel. Es sind ja längst keine Bauernproteste für irgendwelche Subventionen mehr, sondern das ganze deutsche Volk erhebt sich gegen die Bundesregierung. Die Deutschen demonstrieren gegen ihre eigene Regierung und fordern den Rücktritt der Ampel. Und wenn jetzt natürlich die Russen kommen und die Deutschen im Kampf gegen die Regierung unterstützen, dann werden die Medien das genauso instrumentalisieren. Ja, ich sehe schon die Schlagzeile von der Tagesschau. Die schreiben dann, Putin schickt seine Bauern für den Kampf gegen die deutsche Regierung. Genau so wird's aussehen. Oder pass auf, noch besser. Putin schickt verkleidete Soldaten für den Kampf gegen die deutsche Regierung. Und dann haben wir wirklich alles zusammen. Ja? Wir haben die Querdenker, die Aluhüte, die Wutbauern, die Rechten und eben Putin. Und dann geht die Medienschlacht und die mediale Hetze erst richtig los. Aber wisst ihr was, meine lieben Zuschauer? Wenn wir es wirklich schaffen, die Ampelregierung zum Rücktritt zu bewegen und das Ganze nur mit der Hilfe der russischen Bauern klappt, dann ist das für mich vollkommen okay. Jede friedliche Hilfe ist gerne willkommen, die dafür sorgt, dass unsere Bundesregierung endlich zurücktritt und den Weg frei macht für eine Regierung, die endlich wieder für unser Volk regiert. Was haltet ihr denn davon, dass die Russen jetzt kommen und unsere deutschen Bauern unterstützen wollen? Werden die überhaupt über die Grenze gelassen? Und wie werden vor allem die Politiker und die Medien darauf reagieren? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare unter dem Video.